back from the dead. Du bist stehen geblieben beim Anfang von dem Kanal mit der PlayStation und so. Ah, stimmt. Also ja, wer mich schon ein bisschen länger, danke dafür, da ist der Faden wieder. Also wer mich schon ein bisschen länger kennt, ich habe damals 1,5 Jahre, also der Channel wird jetzt 3 Jahre alt am Ende des Jahres, so fast mit Silvester ungefähr. Und wir haben auf dem Channel 1,5 Jahre lang PlayStation gemacht ungefähr. Und das war ein hartes Stück. Ich hatte da über 100 Zuschauer teilweise in meinen Streams und so. Und dann habe ich übelst ausgemistet. Und zwar zum einen keine Giveaways mehr gemacht. Und zum anderen bin ich gewechselt beim PlayStation auf PC. Und das haben mir viele übel genommen damals. Ein Großteil der Community damals. Viele von denen sind wieder hier, aber ein Großteil hat mir sehr, sehr übel genommen und ist nicht mehr da. Da haben wir viele Abos verloren. Da habe ich irgendwie ein paar tausend Abos verloren in der Zeit. Und ja, doch das ein oder andere Gespräch mit Leuten, die das überhaupt nicht verstehen konnten. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann. Denn wenn man meine Sachen guckt, dann guckt man die für mich und nicht dafür, dass ich Giveaways mache oder auf der PlayStation streame. Auf jeden Fall, ja, bin ich dann gewechselt zum PC, habe mir im Grunde von neu angefangen. Ich hatte dann 10.000, 7.000, nee, 7.000 Abonnenten hatte ich, glaube ich. Irgendwie so bei 10.000 hatte ich noch nicht. 7.000 Abonnenten hatte ich da. Und es war für mich ein Neuanfang, weil ich hatte dann 1, 2 Zuschauer nur. So ein kompletter Neuanfang für mich. Und ich habe mehrere Tausend verloren. Mehrere Tausend Abonnenten. Nicht nur Tausend, mehrere. Ja. Und wir hatten hunderte Zuschauer teilweise. Das war richtig krass. Unser Stream war heftig. Wir hatten viele, viele Leute da. Jeden Tag. Das war absolut krass. Und ja, aber ich bin den Schritt gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Denn diese Sache mit Giveaways immer zu machen und darauf einen Channel zu basieren, ist absolut Müll. Das merkt man ja. Es gibt ja Channel, die machen das. Es gibt Channel, die machen jeden Tag ein Giveaway oder alle, jedes Mal, wenn die streamen. Hier 10 Euro, da 10 Euro oder da 20 Euro. Und wenn die das mal nicht machen, haben die halt eben nur noch 1% oder 10% von den Zuschauern, die vorher hatten. Und das ist halt ein Witz. So, und das will ich nicht. Ich will halt einfach Support haben oder Leute haben, die hier sind, die immer hier sind für uns, die Bock haben, hier dabei zu sein, die Lust haben. Und dann baue ich mir das lieber so auf. Und das habe ich jetzt 1,5 Jahre gemacht und habe dann 20.000 Abonnenten dazu gewonnen. Also am Ende des Tages war das eine bessere Entscheidung. Muss ich sagen. Auch von den Leuten, die jetzt hier tatsächlich hier Supporter sind und so weiter. Ich baue meinen Channel nicht auf Müll auf und nicht auf irgendeiner Scheiße auf und nicht auf irgendwelchen Giveaways und auf irgendwelchen dies, das und so. Ich mache das nicht. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages die bessere. So haben wir eine ordentliche, saubere Community und das finde ich halt viel besser. Ich habe halt lieber 100 Leute hier drin, die mit denen ich alle reden kann, die alle nett sind, die alle cool sind, die hier sind wegen dem Content. Statt 1000, die nur hier sind, um was abzugeiern. So, und das ist, kann jeder sehen, wie er will. Es gibt da unterschiedliche Meinungen bei vielen YouTubern. Viele YouTuber interessiert die Community nicht, sondern die gehen eher auf Geld und Subs und Spenden und dies und das. Und wie viele Zuschauer habe ich? Ich gehe eher auf die Qualität. Die Qualität ist mir wichtiger als die Quantität. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Und den Weg bin ich halt irgendwann gegangen. Und ich bereue es nicht, ich finde den Weg gut. Jetzt habe ich eine super geile Community, ich kann mit jedem von euch quatschen, ich kann jeden von euch, das ist auch eine Sache, die kaum einer kann, ich kann jeden von euch bedenkenlos in meinen Stream mit reinholen und kann mit euch zusammen Squads spielen und ihr könnt dabei reden. Ihr seid alle super nett, ihr seid alle super zuvorkommend, haltet euch zurück, weil ihr wisst, ich rede mit dem Chat. Wenn irgendwas ist, ihr hört einfach auf zu reden, mitten im Kampf, ihr könnt mitten im Kampf sein und ihr hört auf zu reden aus Respekt, weil ihr wisst, ich rede mit dem Chat. Ich muss euch nicht muten. Und das ist eine Sache, die gibt es einfach fast nirgendwo. So. Und das ist schon besonders. Das ist schon eine besondere Community. Deswegen, ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin. Ich habe viele nette Leute, viele gute Leute kennengelernt dadurch.